Hallo, liebe Gemeinde. Gestern war Kirchengemeinderatssitzung und davon erzähle ich euch jetzt kurz. Wir haben begonnen mit einer Andacht. In der Andacht ging es um die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Gebet bei der geistlichen Leitung von der Gemeinde? Wir haben da vor allem drei Aspekte uns gestern angeschaut. Der erste war die Fürbitte, die so gemeinschaftsorientiert ist, die auf den anderen schaut und für ihn eintritt vor Gott. Das zweite war, dass zu Gebet auch Bibellesen dazugehört, wo man auch erkennt, was Gott möchte, wo man von Gott bestimmte Erkenntnisse auch bekommt und für diese Sachen dann auch beten kann, für sich selber und für andere. Und das Dritte war eher dieses Visionäre und Zukunftsgerichtete. Und dabei ging es um die Frage, wie gestalten wir persönlich unser eigenes Gebetsleben, indem wir dann immer wieder von Gott ausgerichtet werden auf das, was er möchte. Und wo er uns dann auch zeigt, wo er hingehen möchte. Wir haben dann noch über die Frage geredet, wie geht's uns eigentlich, wenn wir beten in der Gemeinde, also in verschiedenen Gremien oder bei Besprechungen. Und zum Schluss der Andacht haben wir eine Gebetsrunde gemacht, wo wir gemeinsam gebetet haben für die Anliegen, die im KGR besprochen wurden. Und um die geht's jetzt gleich auch. Nachdem die Tagesordnung festgestellt wurde und Anträge zu Sonstiges besprochen wurden, ging es um den Rückblick der Gemeindeversammlung. Die Gemeindeversammlung hat stattgefunden, um nochmal zu informieren über den Prozess der Gesamtkirchengemeinde. Wir stehen da jetzt ja kurz davor, dass es ganz konkret wird, dass wir mit Endingen und Täbingen eine Gesamtkirchengemeinde bilden. Wir haben das reflektiert, die Gemeindeversammlung, und fanden, es war grundsätzlich eine gute Gemeindeversammlung, die informativ war und wo auch nochmal Fragen geklärt werden konnten. Wir haben dann über den Mitarbeiterdankesabend gesprochen, der auch stattgefunden hat, haben den reflektiert, haben dazu Feedback gehört. Einzelnen hat es sehr gut gefallen, die fanden es richtig ermutigend, auch schöne Musik, und fanden einen schönen Abend. Wir haben uns dann noch überlegt, es waren circa 50 Leute da, von ungefähr 130 eingeladen. Und wir haben uns überlegt, was kann man machen, damit noch mehr Leute von denen, die mitarbeiten und für die das ja ein Danke sein soll, auch gerne dahin kommen. Und eins war, dass wir nächstes Jahr die Einladung zum Beispiel separat losschicken. Wenn ihr dann noch Ideen oder Anregungen habt, dann sagt gerne Bescheid. Der nächste Punkt war die Ehrenamtskoordination. Und dieser Punkt war zum Teil auch nicht öffentlich. Ich erzähle euch das, was man jetzt sagen kann. Und zwar haben wir eine Projektstelle zur Koordination von Ehrenamt und Fundraising beantragt. Und zu dieser Stelle wird es nächsten Mittwoch, am 27.02., einen Infoabend geben. Und dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Ich glaube, es wird ein richtig spannender Abend, wo es um diese Stelle geht, aber auch dann nochmal um Church Tools. Da wird es eine Einweisung nochmal geben. Und dann wird es auch so ein bisschen um die Frage gehen, wie sich unsere Gemeinde wohl entwickeln wird in der nächsten Zeit. Dann haben wir noch über die Ortssatzung gesprochen. Wenn es die Gesamtkirchengemeinde gibt, dann braucht die eine Ortssatzung. Und die wurde gestern beschlossen. Und das war ein richtig guter Schritt. Das heißt, es geht da jetzt richtig voran. Die wichtigsten Sachen sind, dass die beschlossen wurde. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen, was da so drin steht. Das habe ich in einem anderen Video auch schon mal erklärt. Das Ergebnis ist jetzt folgendes. Es wird einen verkleinerten Gesamtkirchengemeinderat geben. Der ist der Kirchengemeinderat von der Gesamtkirchengemeinde. Darin sind drei Leute aus Endingen, vier aus Erzincan-Schönberg und zwei aus Täbingen, plus Kirchenpflege und Pfarrer. Dann gibt es eine Vollversammlung. Das sind alle Ortskirchengemeinderäte zusammen. Die treffen sich einmal im Jahr, um sich auszutauschen und um zu hören, was wo los ist. Das ist aber kein Organ, sondern die beraten sich einfach. Und es wird weiterhin so sein, dass der Kirchengemeinderat vor Ort die wichtigsten Dinge von dem, was stattfindet in der Gemeinde, klärt. Was neu sein wird, es wird einen beschließenden Bauausschuss von der Gesamtkirchengemeinde geben, sodass dieser Bauausschuss sich um die Gebäude der Gemeinden kümmern kann und so Arbeit abnimmt. Der nächste größere Punkt war die Kandidatensuche für die Kirchengemeinderatswahl 2019. Da haben wir uns erstmal überlegt, nach welchen Kriterien wollen wir denn Leute anfragen? Und da haben wir jetzt gar nicht so die großen Kriterien angelegt, sondern einfach drei Dinge. Das erste
Es müssen Leute sein aus der Kirchengemeinde. Das zweite, es wäre gut, wenn sie ein Interesse mitbringen für die Kirchengemeinde. Und das dritte, es wäre auch gut, wenn sie die Kirchengemeinde schon ein bisschen kennen. Entweder im Überblick oder an einem bestimmten Punkt ganz gut. Das wäre schön, weil das dann auch für so ein Leitungsteam wie den Kirchengemeinderat sehr sinnvoll ist. Und einen Wunsch haben wir noch, und zwar, dass diese drei Leitungstypen, also Menschen, die eher auf die Gemeinschaft mit Menschen ausgerichtet sind und dann eher so strukturiert, sachorientierte Leute und eher visionäre Leute, dass diese drei Typen gut vertreten sind und dass man da einen guten Mix schafft, damit nichts von den Dingen unter den Tisch fällt. Weitere Punkte. Es wurde kurz informiert über die Klausur aller drei Kirchengemeinderäte, die Ende des Jahres stattfinden wird. Dann gab es weder Punkte aus der Kirchenpflege noch aus dem Kindergarten. Und dann hat sich noch ein nicht öffentlicher Teil angeschlossen und dann haben wir das Ganze mit Gebet beendet um circa 10:30. Es war eine sehr schöne und gute Sitzung, und auch es wurden eigentlich echt einige wichtige Dinge beschlossen. Deswegen, ich bin sehr dankbar für die Sitzung gestern und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.